Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Strand, Edelmann. Ich habe offscreen noch ein bisschen weitergemacht, habe einige Pokémon gefangen, aber bis jetzt noch keine Enigma-Fragmente, was aber nicht schlimm ist. Ihr seht, ich bin da zu einem anderen Ort. Ich habe nämlich ein Video gesehen. Hat vor allem den Grund, weil es hier so ein kleines Gebietchen ist. Dass ich wohl eher an den Dings komme. Dass ich eher an diese Enigma-Fragmente komme, die ich brauche. Die ich brauche, um die nächsten Platten zu organisieren. Trotzdem könnte es durchaus schwer werden, diese noch zu finden. Oh. Wo ist denn? Ja. Okay, alle vier Objekte. Außerdem tummeln sich hier wirklich viele Leute auf dieser Gegend. Hey. Cool, alle Objekte gefunden. Bei Statuen habe ich unterwegs auch noch eingesammelt, sogar eine Feenstatue. Ich hoffe, dass wir diese Diktas hier noch schnell vollkriegen. Weil dadurch habe ich noch mal eine erhöhte Chance auf diese Enigma-Fragmente. Schaut mal, da ist sogar eins. Jetzt habe ich schon zwei kleine. Das heißt, ich kann mir bald die nächsten beiden Weisungsplatten holen. Aber ich will noch weiter. Ich will noch viel mehr. Oh, hier unten. Sind bloß zwei gewesen, aber naja.
Also hier habe ich wirklich wohl eher die Chance, auf Enigma-Fragmente zu stoßen, als... sonst. Da. Das Problem ist ja, die sind halt eben selten. Wer weiß, wie viele Enigma-Fragmente ich schon verfehlt habe. Ganze 2 Objekte. Unglück. Kramut. Ganze 3 Objekte. Manchmal sind die dicht nebeneinander und dann sind sie mal wieder weit weg. Alle gefunden. Trotzdem nicht das, was ich wollte. Ich glaube, ich muss mal kurz wo rein und alles resetten. Genau jetzt habe ich die Chance. Erhöht auf Enigma-Fragmente. Nice! Das reicht mir vollkommen. Sonnenkernschatto. Mitmachen. Thank you.
Perfekt. Wir werden das jetzt einige Mal mitmachen jetzt. Hier unten ist auch auf jeden Fall was. Das Ganze geht nämlich 4 Minuten lang. Alle Objekte gefunden. Oh, Mikanie. Okay. Weiter. Kann ich mich nicht einfach schützen? Denn die Zeit ist auch schnell wieder um und dann müssen wieder neue Dick-Ducks gefangen werden. Eine Bodenplatte müsste es sein. Weiter hoch. Hier hin. Ewigstein. Schade, die Zeit ist schon nochmal um. Was sagt die Zeit? Die Hälfte ist rum. Naja, wir können trotzdem immer noch die Chance haben auf Jadesphären. Alles aus Gramm. Nur mal Glück gehabt.
Mal gucken, was sagt denn mein Beutel? 3 davon, 2 davon. Das heißt, ich könnte jetzt genau 3 Platten kaufen. Finde ich schon mal gut. Aber ein paar würde ich gerne schon noch mal holen. Simsala. Und weiter. Halt schwer. Das wäre jetzt reiner Zufall, wenn ich... Ja. Reiner Zufall. Ja, die Folge werden wir jetzt noch damit verbringen, weiter zu suchen. Immerhin haben wir eine Truhe gefunden. Also wirklich. Oh. Das wäre eine gewesen? Oh nö. Das wäre eine gewesen, ich fasse es nicht. Das ärgert mich ja jetzt so ein bisschen, ne?
Level. Diese verdammten Enigma-Fragmente. Na gut, dann wollen wir mal nachhaken. Neu laden. Ist hier jetzt irgendwas Interessantes? Mediti. Zwiffens. Zwillig. Aber ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt erstmal vor, wieder nach oben zu gehen. An die Oberfläche. Wir fliegen jetzt zum Hamanasu Park. Und uns die beiden Platten, die wir noch brauchen. Natürlich tauschen. Dafür brauchen wir drei. Haben wir. Davon haben wir zwei. Tun wir uns auch rein. Nein. Tja, ein anderer kommt glaube ich auch noch gleich. Oh doch, wir könnten rein. Aber hier will ich noch nicht rein. Die einzige, die mich interessieren könnte, wäre hier oben. Aber die ist noch nicht da. Oder ist das die? Egal. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier und in der nächsten Folge werden wir uns die anderen beiden da holen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich werde schon mal hier speichern. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf den Kanal da, würde mich sehr freuen. Vergesst dabei aber nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Links kommt ihr ansonsten noch zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.